Ja, Big Whoop, Kühlschrank, Magnet. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Nimm ihn. Ja, Big Whoop. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Na, schade. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Ist noch irgendwas drin? Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Hier ist nur noch der Kühlschrank. Nö. Damit kann ich gerade auch nicht weiterarbeiten. Gehe ich erstmal wieder nach draußen. Und lauf und lauf und lauf. Lauf und lauf und lauf. Ja. Gehen wir mal nach da hinten. Da wird sich ja wahrscheinlich der Friedhof befinden, so wie das aussieht. Ja. Eine Gedenktafel. Da steht Tex Venture. Ein Grabstein? Werbefläche zu vermieten. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Gruft der Meistersuppe-Familie. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Recycelte Werkzeuge. Können wir da nicht was gebrauchen? Es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge. Nein. Noch schade. Es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Es ist der Meißel des Totengräbers. Es ist ein großer hölzerner Hammer. Können wir doch beides gebrauchen. Was haben wir hier noch? Skeletthaken? Ich habe bereits genug Skelettanhängsel. Ja, ein... Alter. Es ist ein stinkender alter Hund. Es ist genauso stinkig wie der Rest dieses Hundes. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Aber der Hund muss uns hier beißen. Mich gebissen. Jo. Hundehütte. Wie morbide. Okay, wir haben jetzt ein... Oh, ein Spalt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal das Haar des Hundes, der mich gebissen hat. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Aber öffnen kannst du sie auch nicht? Es ist fest verschlossen. Was war hier? Ein Kamin, ein Kamin. Nein. Ein Fenster? Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Verschiedene Särge. Ist da noch irgendwas Interessantes bei? Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Kann ich hier vielleicht mit der Nadel? Ich möchte das nicht feststecken. Na, schade. Schere vermutlich auch weniger. Mit dem Meißel.
Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Naja. Dann gehe ich wieder. Warte mal, Werkbank, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es ist eine Schleck- und Kleckerwerkbank. Hm. Ich glaube, mitnehmen möchtest du sie auch nicht. Ich wollte immer eine haben, aber nee. Ich schätze, er ist nicht sehr gesellig. Jo. Ach, verschiedene Särge, jo. Hunde naff. Da steht, alter blinder Platz. Das möchte ich nicht. Jo, dann geht's wohl erstmal weiter. Wir sehen schon, ich komme nicht mehr so schnell voran wie am Anfang. Aber irgendwas werde ich hier schon hinkriegen. Ein Friedhof, eine Windmühle. Schauen wir uns die mal an. Pfeffer! Und nicht zu vergessen. Es ist Chili-Pfeffer. Die drei Haie und eine Tür. Yeah, ich bin oben. Was gibt's hier oben? Ein Fass. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Nein. Du möchtest es nicht mitnehmen, das ist schade. Jo. Seltsame Lichter. Der letzte Ort, den wir hier noch nicht besucht haben. Schauen wir mal, was dort auf uns wartet. Dieses Dorf ist verlassen. Und trotzdem sieht es so aus, als würde es ein großes Fest geben. Wie seltsam. Ein Tofu-Block. Ein Block Tofu, so groß wie mein Kopf. Er nimmt aber auch wirklich alles, fast alles mit. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Nein. Eine Statue. Das ist eine Statue von Ricky, dem hilfreichen Zitronenwasserhalteschalengott. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Nein. Oh, ein Holzbohrer. Ich glaube, die konnten wir gebrauchen. Das ist ein Holzbohrer. Messbecher sind auch immer gut. Noch eine Maske. Es ist eine handgeschnitzte Maske. Sie sieht aus wie Leroy, der Puddinggott. Leroy, Zit... Was? Hey, das sieht aus wie ein Schiffskapitän, erster Mart, ein Professor und der Rest. Ziertotköpfe. Nein. Naja, gehen wir mal hier hoch gucken. Und lauf da hoch.